in der Klinik am Südring. In Deutschland hatten 2016 mehr als 100.000 Kinder und Jugendliche einen Unfall auf ihrem Schulweg. 31 davon endeten tödlich. Die meisten dieser Unglücke passieren bei einem Verkehrsunfall. Auch in der Notaufnahme der Klinik am Südring behandelt Assistenzärztin Dr. Schollerte-Engel einen Autofahrer, der angeblich eine Schülerin angefahren hat. Von dem Mädchen fehlt aber bisher jede Spur. Können Sie mir nur bitte sagen, was passiert ist? Ja. So, mein Name ist Engel, ich bin hier die Ärztin in der Notaufnahme. Sie sind seine Ehefrau? Ich bin seine Frau, ja. Okay. Ich habe jetzt bisher nur von der Notärztin gehört, dass es einen Verkehrsunfall gab, wohl mit einem weiteren Verkehrsunfall Beteiligtem. Er ist aber soweit stabil und es gibt mehrere mögliche. Ja, er ist, ne, so, das ist alles, sind das erstmal Vorsichtsmaßnahmen, ne? So wie er jetzt gelagert ist, ne? Das ist möglichst. Kann ich mit ihm reden? Ja, einen Moment. Lassen Sie uns einmal ganz kurz hier ankommen. Herr Sperl war sichtlich unter Schock, hatte eine Verletzung an der linken Schulter und an der rechten Kniescheibe. Wir haben ihn vorsichtshalber erstmal in das Traumascan geschickt. Das bedeutet, wir haben ihn von oben bis unten einmal durchgeröntgt, um innere Verletzungen und vor allen Dingen auch Frakturen sichtbar zu machen. Können Sie mir auch noch mal einmal kurz erzählen, was passiert ist? Können Sie sich an alles erinnern? Ja, ich bin von der Arbeit und dann ist da ein Mädchen auf die Straße gerannt und ich bin ausgewichen und ging gorn. Mädchen, wie sah denn das Mädchen aus? Ich weiß es nicht mehr. Hm. Es war so schnell, oh mein Knie. Ist dir was aufgerannt? Ja. Herr Sperl hat uns eine Aussage gegeben, dass ein junges Mädchen vor das Auto gelaufen ist. Für uns war das so ein bisschen unsicher, da die Rettungsassistenten niemand anderes am Unfallort antreffen konnten bzw. gesehen haben. Und deswegen war das für uns halt unsicher, ob es da wirklich noch eine zweite Person gibt. Geht das? Geht. Ja, das wäre. Nee, Herr Sperl, das kann ich verstehen, dass Sie jetzt den Eindruck haben, aber wir kümmern uns als erstes jetzt um Sie, ja, ne? Ich gehe mal. Es wäre möglich, dass der Unfallfahrer nur deshalb behauptet, einem Mädchen ausgewichen zu sein, um von seinem eigenen Fehlverhalten abzulenken. Der nächste Notfall könnte seine Geschichte allerdings bestätigen. Junge Mädchen, das haben wir am Rheinufer aufgesammelt. Ja. Völlig verängstigt und verwirrt. Lässt sich überhaupt nicht anfassen. Konnte kaum also untersuchen, gerade mal Zugang geben. Wir haben hier am Knie eine Wunde entdeckt. Ja. Ist wohl hier irgendwo aufgeschlagen, genauso wie am Handgelenk und hier am Jochbein. Mehr weiß ich nicht. Name? Alter, nichts, sagt kein sagt Tod. Nichts. Okay. Ja. Sie lässt sich also von uns gar nicht anfassen. Hallo, mein Name ist Charlotte Engel, ich bin hier die Ärztin. Ja? Wir lagern Sie einmal rüber auf unsere Liege. Okay. Passhöhe oder? Wir hatten eben schon jemand, der von einem Unfall her kam. Ja, aber du weißt jetzt gehört. Hier auch nichts. Zusammenhänge? Nichts. Keine Ahnung. Wir gucken mal, wir checken sie erstmal durch. Das ist jetzt das Wichtigste. Die 15-Jährige steht unter Schock. Ob dieser nun tatsächlich durch einen Autounfall ausgelöst wurde oder sogar durch ein Gewaltverbrechen, muss Dr. Charlotte Engel jetzt herausfinden. Haben Sie irgendwo Schmerzen? Hm? Nichts, okay. Wie verkrampft. Ja. Ihre Jacke so hell. Ja. Darf ich die Jacke mal haben? Gut, okay. Dann gibt okay. Sie mir nicht. Dann alles gut. Dann lass mal die. Hm? Können Sie uns, denn wissen Sie dann, wo Sie hier sind? Dass wir sicher sein können, dass Sie orientiert sind. Ja? Sie wissen, dass wir hier im Krankenhaus sind? Wie alt sind Sie denn? Hm? Ist Ihnen irgendwas widerfahren, was Ihnen wehgetan hat? Hat Ihnen jemand wehgetan? Hm? Okay, wir versuchen Sie einmal durchzuchecken. Mach mal Vitalparameter, bitte. Ja. Hallo? Ja. Sie sind? Was ist denn los? Moment, Sie sind die Mutter. Ja. Wie heißt Ihre Tochter? Wir wissen gar nichts. Das ist die Annalena Kainz. Und worüber haben Sie jetzt erfahren, dass sie bei uns ist? Darf ich einmal den Arm haben? Sie hat Probleme in der Schule und dann habe ich dort angerufen und dann habe ich erfahren, dass sie gar nicht da war. Und die Polizei sagte also jetzt, als ich dann dort angerufen habe, es wären Mädchen eingeliefert worden, hier auf die Beschreibung passt.
Für uns ist es ganz wichtig, eine genaue Anamnese erheben zu können. Dafür müssen die Patienten aber natürlich mit uns reden. Und oft ist es so, dass sie durch den Schock keine Fragen beantworten. Dann heißt es für uns sehr einfühlsam sein, mit dem Patienten immer wieder gut zuzureden und zu hoffen, dass wir ihr Vertrauen gewinnen und dass sie endlich reden. Aber die Patientin kann der Assistenzärztin weiterhin nicht mitteilen, was sie für Beschwerden hat. Daher weiß niemand, dass die Jugendliche in Lebensgefahr schwebt. Aber dann bekommt Dr. Charlotte Engel einen hilfreichen Hinweis. Der Herr Sperl, der mit dem Autounfall, der hat die ganze Zeit noch von so einem Mädchen gesprochen, was ihm vom Auto gelaufen ist. Und ich habe jetzt gerade geguckt, die Beschreibung passt auf die Dame. Echt? Ja, wirklich. Also er hat mir sie so beschrieben mit dem karierten Hemd. Und war ja uns nicht klar, ob er nicht vielleicht sogar simuliert oder so. Ja, genau. Das sind die Bilder. Mhm. Ach. Ja, so du zurückgekommen bist, dann ist ja nichts Gravierendes, ne? So, ja. Hallo, Herr Sperl und Frau Mach Sperl. Mal Platz. Ja. Wie geht's? Ja, schon besser. Herr Sperl hatte wirklich Glück im Unglück, denn außer ein paar Prellungen hatte er nichts. Er muss sein Knie weiterhin ruhig stellen für mindestens 2 Wochen. Und auch sein Schlüsselbein ist durch den Gurt stark geprellt. Aber er hat nichts, was wirklich eine intensive weitere Therapie bedarf. Herr Sperl, jetzt habe ich gerade erfahren, dass Sie die ganze Zeit noch weiter von so einem Mädchen erzählen. Ja. Können Sie mir das Mädchen ein bisschen beschreiben? Ja, sie hatte auf jeden Fall blonde Haare und so ein kariertes Hemd an. Schwarz-weiß, glaube ich. Okay. Ja. Ich darf Ihnen nicht mehr sagen, ne? Aber es kann sein, dass wir die Patientin jetzt auch bei uns haben. Und vor allen Dingen glauben wir Ihnen natürlich auch jetzt, ne? Sie müssen uns auch verstehen, eben war es so, dass wir uns erstmal wirklich um Sie kümmern wollten. Sie kamen hier als potenziell schwer verletzter Patient an. Geht's dem Mädchen denn gut? Ja, ich darf Ihnen das nicht sagen. Es ist so, sie ist nicht. Er macht sich richtig Sorgen. Er sagt, ja, er hat sie vielleicht angefahren, getroffen. Wir wissen noch nicht viel über das Mädchen. Wir wissen, dass sie äußerlich bisher jetzt keine schweren Verletzungen hat. Also es sieht nicht aus, als ob sie jetzt in Lebensgefahr schwebt. Ne? Aber so erstmal bin ich froh, dass es Ihnen gut geht. Ich werde Sie auf jeden Fall auf Station aufnehmen, weil Prellungen sind nicht zu spaßen. Und vor allen Dingen gibt es manchmal nach so Unfällen auch noch Spätfolgen. Ja. Okay? Also mit den Mädchen, das geht's wieder gut. Ich darf Ihnen leider nicht mehr sagen, sie ist außer Lebensgefahr aktuell. Ne? Ich muss nur leider, sie ist auch unter Schock und ich werde mich aber jetzt weiter um sie kümmern. Die Prellungen des Unfallfahrers werden komplikationslos ausheilen. Weiterhin offen bleibt jedoch, warum das Mädchen dem 32-Jährigen vor das Auto gelaufen ist. Sind Sie weitergekommen? Ja, also irgendwie was mit der Schule. Mhm. Also, ich kann Ihnen insofern vielleicht die Angst nehmen, als dass wir glauben, dass wir den Unfallfahrer hier haben und er ist außer Lebensgefahr. Vielleicht hilft Ihnen das, mit uns ein bisschen mehr zu sprechen. Ja? Wie geht's ihm denn? Ja, mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Ne? Der schwebt nicht in Lebensgefahr. Ja, das aber ist doch schon mal was, Schatz. Also, ja. Warum bist du dann auch vor das Auto gelaufen? Oder ist das vor? Ich muss jetzt unbedingt einmal Herz und Lunge abhören. Nee. Darum kommen wir nicht. Komm, lass dir einfach die Ärztin mal dich untersuchen. Was haben Sie denn hier? Was ist denn das? In ihrer Brust. Annalena, warum hast du so Socken in deinem BH? Das. Ach komm, Schatz. Das ist alles okay. Was ist los? Ne? Wir sind hier im Krankenhaus. Wir sind hier ganz sicher. Wir werden dich hier nicht verurteilen. Du kannst mit uns auf jeden Fall reden. Komm bitte, Schatz. Ja. Warum hast du Socken da drin? Ja. Das verstehe ich gar nicht. Lassen Sie Ihre Tochter mal reden. Die Mädels auf unserer Schule haben halt alle größere Brüste als ich und. Ja, dann mobben die mich halt und meinen, dass ich gar nichts hab. Und deswegen haben sie sich Socken in mir gesteckt. Und dann bin ich halt zur Schule gegangen. Und auf dem Schulweg habe ich die beiden dann gesehen. Und dann haben die mich gefragt, warum ich jetzt plötzlich so eine große Oberweite habe und haben sich darüber lustig gemacht und haben halt meine Bluse dann zerrissen. Und dann bin ich weggelaufen und dann kam halt das Auto. Okay, Schätzchen, das ist doch. Das heißt, Oh Mann.
So, jetzt höre ich aber wirklich noch mal auf Herz und Lunge. Sie brauchen sich jetzt hier bei uns nicht zu schämen. Das heißt aber, im Moment tut Ihnen nichts weiter. Was denn doch? Sie zeigt Im Moment tut Ihnen nichts weiter? Im In dem Bein? Ja, ja, sie zieht laufend das Bein an. Und als ich gefragt habe, ob das auch verletzt ist, sagt sie, nee. Kannst du eine Schere holen zum Aufschneiden? Als ich das Herz und die Lunge abhörte, hat Annalena plötzlich starke Schmerzen im linken Unterschenkel gespürt und das auch gesagt. Daraufhin haben wir den natürlich genauestens untersucht. Und es stellte sich raus, dass sie wirklich lebensbedrohlich verletzt sein sollte. Was haben Sie gesagt? Ich kaufe ihr eine neue. Das ist überhaupt kein Problem. Das sieht aber noch gut aus. Ganz ruhig. Alles gut. Wir gucken mal, wie die Bewegung ist. Lassen Sie mich mal hier anfassen. Das ist auch deutlich warm und überwärmt. Rufst du bitte im Labor an, dass die Dedimere nachbestimmt? Ja. Das geht kaum, ne? Okay. Okay, das ist auch wirklich sehr rot, sehr überwärmt. Da ist in irgendeiner Form ein entzündlicher Prozess. Seit wann haben Sie das denn? So haben Sie gar nicht bemerkt, dass das Bein so auffällig aussieht? Ja, es geht, aber. Ja, ich habe halt gedacht, vom Wachstum und das mit. Weiß ich nicht was. Und aber das ist jetzt nicht vom Unfall, sondern das war schon vorher. Ja, es hat halt weh und ich habe gedacht, vom Wachstum. Ja. Die Patientin berichtete, dass sie solche Schmerzen im linken Unterschenkel schon seit einigen Tagen hatte. Zudem hatte sie ein wirklich deutlich geschwollenes, gerötetes, überwärmtes Bein, sodass wir erstmal gemessen haben den Umfang des gesunden und des kranken Beines. Und weil die Umfangsvermehrung deutlich erhöht war, habe ich direkt an eine Thrombose denken müssen. Ich würde sehr gerne einen Ultraschall mal eben von den Beinen machen. Thrombose? Hat sie in letzter Zeit eine OP gehabt? War sie irgendwie mit Gips unterwegs? Langer Flug? Nein. Irgendwas? Nein, gar nichts. Nichts. Rauchst du? Nee, also natürlich raucht meine Tochter nicht. Ja, also ja, ich habe halt angefangen zu rauchen. Warum machst du denn? Ja, die ganzen anderen Mädchen rauchen auch und dann wollte ich halt dazugehören und nicht mehr gemobbt werden. Okay, Rauchen ist natürlich zum Beispiel ein großer Triggerfaktor für eine Thrombose, aber ich würde jetzt einmal gerne mir die Venen angucken. Der Ultraschall bestätigt die Befürchtungen der Assistenzärztin. Die 15-Jährige leidet an einer lebensbedrohlichen Thrombose. Unwahrscheinlich ist, dass diese nur durch das Rauchen ausgelöst wurde. Ich schreibe ihr sofort was auf. Sie ist 15? Genau. Und das ist die nächste Frage. Woher kommt die Thrombose? Es gibt für uns zwei signifikante Verdachtsdiagnosen, die wir dann abklären müssen. Einmal ist, Thrombose kann entstehen aufgrund von Blutgerinnungsstörungen. Hatten Sie in der Familie mal jemanden mit Bluterkrankungen? Oder nein. Dass jemand viel blutet, Zahnfleischbluten hat, irgendwas, was darauf hinweisen könnte? Nein. Nein. Okay, und das nächste ist, was man abklären muss, so eine Thrombose ist leider häufig auch Begleiterscheinung von einem Tumor. Ja. Das heißt, wir werden sie auf jeden Fall aufnehmen. Ich glaube, dass nicht. Kiki, kannst du auch mal nach dem Blut gucken, bitte? Ja, ich gucke. Wir haben ja schon einmal Blut abgenommen. Ich glaube das persönlich nicht, aber es ist für mich ein absolutes Rätsel, wie eine junge, gesunde Frau plötzlich eine Thrombose bekommt. Thrombose wird ausgelöst, wenn man sich länger nicht mehr bewegt, wie auf einem Flug oder wie nach einer Operation, wenn man zum Beispiel das Bein im Gips hat. Das nennt sich tiefe Beinvenenthrombose. Problem an der ganzen Sache ist, wenn sich der Thrombus, also das Blutgerinnsel, löst und in die Lunge schießt, dann kann es unter Umständen lebensbedrohlich werden. Ich habe aber das Gefühl, dass dir irgendwie noch was auf der Seele liegt. Ist nicht in Ordnung. Möchtest du uns noch was sagen? Schätzchen, bitte. Ja. Wenn, hier geht's, hier kannst du alles sagen. Ich rauche nicht nur in letzter Zeit, das ist ja auch, habe ich deine Pillenpackung genommen. Du hast was? Ja, weil ich dachte, ich habe überall gehört, man soll dadurch halt größere Brüste bekommen und... Oh, Schatz. Damit ich das richtig verstehe, seit wie langer Zeit nehmen Sie die Verhütungspille Ihrer Mutter? Seit 5, 6 Monaten. Okay, so lange? Weil die Pille ist natürlich auch, steht auch immer im Zusammenhang mit Thrombose. Ne? Die Pille kann auch Thrombose verursachen. Aber in deinem Alter, die Pille zu nehmen und ohne das mit einem Gynäkologen abgesprochen zu haben, das ist ein verschreibungspflichtiges Medikament und hat ganz viele Risiken. Ich weiß. Das ist nicht in Ordnung.
Und vor allen Dingen, du bist ein bildhübsches Mädchen und du brauchst sowas nicht. Du brauchst auch nicht D- oder E-Körbchen. Ja, ich wollte halt nur zu denen dazugehören und nicht mehr gemobbt werden. Aber dann sind das vielleicht nicht deine Freunde, wenn die dich nicht dazu lassen. Hm? Wenn du die mal nehmen möchtest wegen Verhütungsmethoden, dann gehst du vorher bitte auch zum Gynäkologen, weil es gibt wahnsinnig viele verschiedene Verhütungsmethoden und man muss heutzutage nicht mehr die hormonelle Pille nehmen, die eben solche Risiken birgt. Und die Zigaretten lässt du auch. Ja? Ich gehe mit. Okay. Okay. Trotz Pille und Zigaretten ist nicht auszuschließen, dass hinter der Thrombose eine Gerinnungsstörung oder ein Tumor steckt. Zusätzlich ist fraglich, ob die Medikamente die Thrombose auflösen können oder ob weiterhin die Gefahr einer Lungenembolie besteht. Hallo. Hallo. Na, wir wollen zur Visite einmal kommen. Wie geht's? Alles gut. Ja? Vitalwerte stabil? Muss sie den Zugang noch haben? Nee, wir haben ja jetzt einige Untersuchungen gemacht und alles war bisher unauffällig. Wenn wir weiter nichts finden, wovon wir ausgehen und das auch stark hoffen, dann war es einfach wirklich ein totaler Zufallsbefund und steht natürlich irgendwie in Zusammenhang mit der Pille, aber dass wir die groben Sachen, ne, wie ich Ihnen erklärt hatte, dass Gerinnungsstörung oder eben irgendwie eine Tumoranamnese, können wir dann ausschließen. Und da sind wir dann froh. Sie macht das in Zukunft auch nicht mehr. Also Nein, wir haben darüber gesprochen und wir gehen jetzt zusammen zum Arzt und sehen zu, dass wir was für Sie kriegen, das da ein bisschen was unterstützt. Ich habe jetzt auch schon mal... Ach, ja, hier. So können Frauen sich doch immer gut helfen. Ne? Das sind doch mindestens zwei Körbchengrößen. Extra Glitzerstern. Ja, schick. Schlussendlich konnten Thrombose auslösende Erkrankungen ausgeschlossen werden. Das Blutgerinnsel wurde durch Medikamente aufgelöst und die Schülerin konnte 3 Tage später nach Hause. Ihre Mutter hat die Mobberin in der Schule gemeldet und ihre Tochter wird nun in Ruhe gelassen.